Jo Jungs, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder eine kleine Story, die ich zu erzählen habe. Eigentlich wollte ich das Video über diese Story gar nicht erst machen. Oder wenn ich es gemacht hätte, hätte ich es erst an einem anderen Tag gemacht, weil ich davon noch leicht angeschlagen bin. Weil sich das Ganze erst kürzlich zugeeignet hat. Und mit kürzlich meine ich letzte Nacht. Und zwar, was ist denn passiert? Also in meiner Region ist zurzeit Karneval. Normalerweise bin ich auch kein Karnevalsmensch und ich feiere das normalerweise auch nicht. Aber diesmal dachte ich mir so, komm, einfach weil ich sonst nichts anderes zu tun habe und... Junge, ich bin einfach der. Palmenpenis. Aber weil ich halt sonst einfach nichts zu tun gehabt hätte und einfach zu Hause rumgesessen hätte und nichts gemacht hätte, so wie die restlichen Tage von meinem Urlaub, dachte ich mir, komm, fährst du einfach mal und gehst mit den anderen Jungs Karneval feiern. Mein Plan war es einfach gewesen, so ein bisschen Spaß mit meinen Kollegen zu haben und dann einfach so dabei ein, zwei Bier zu saufen. Wie macht der Satan Kinder? Pass mal auf. Das kann doch nicht sein, Junge. Jedes Ver Also ja, wie gesagt, mein Plan war es halt mit ein paar Freunden von mir einfach, boah, ein bisschen Karneval zu feiern und vielleicht ein, zwei Bier zu trinken. Ja, aus ein, zwei Bier wurden dann 19 und ein paar Wodka-Shots. Sofort Durchfall. Und das hat dann dazu geführt, dass ich um 1 Uhr morgens kotzend auf der Wiese stand. Und die anderen schreien Allahu Akbar. Und die Musik noch so. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu so groß sagen soll. Außer das war halt einfach. Ja, war halt einfach geil. Das kann doch jetzt nicht sein. Das passiert doch krank! Das ist nicht euer Ernst. Was öffnet sich denn hier gerade alles? Komm, lass uns eins aufgehen. Und ich glaube, ich weiß auch, wer schuld daran ist, dass ich einfach Bock hatte, wieder ein bisschen Alkohol zu trinken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ex-Muslim da seine Spielereien geplant hatte. Hey, das stimmt so nicht. Mittlerweile geht es mir auch schon besser, muss ich ehrlich zugeben. Also ja, war halt nur gestern schlimm. Also einen Kater habe ich jetzt nicht oder sowas. Und bis auf das viel Alkohol gestern, war es eigentlich recht schön gestern. Und ja, mehr kann man dazu, denke ich mal, auch nicht sagen. Nur, dass ich vielleicht die nächsten Tage ein bisschen mehr Abstand vom Alkohol halten werde, weil das war echt, das war wild, Jungs. Komm, lass uns eins saufen gehen. Jo Jungs, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder Zeit für Videos habe. Also, die nächsten Tage wird schwierig. Ja. Daumen hoch. Lasserlauch. Ist der erste, bei dem ich die Glocke tatsächlich aktiviert habe.